Ja, wir haben einen absoluten Kita-Notstand in Deutschland. Immer mehr Erzieherinnen und Erzieher steigen aus, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie erschöpft sind. Es fehlt an Personal, immer wieder von Land, Kommunen und hört man immer, es ist kein Geld da. Es darf an Bildung kein Geld fehlen. Kinder sind unsere Zukunft. Es warten 100 bis 300 Kinder auf einen Kita-Platz. Man kann nicht mehr Vollzeit arbeiten als Eltern. Und es ist eine Katastrophe. Und mir fehlen die Worte, warum man das so kaputt fährt, das System, und seit Jahren, und irgendwie passiert nichts. Ja? Es werden immer nur Löcher gestopft, aber langfristige Lösungen sind es eben nicht. Und mich macht es wütend. Und wir leben in Deutschland von Gleichberechtigung. Die Frau soll genauso wieder arbeiten gehen wie der Mann. Und das geht einfach gerade nicht, weil wir jeden Tag aufs Neue herausfordernd, jeden Tag aufs Neue, weil wir nicht sagen können, kann ich morgen mein Kind in die Kita bringen. Wenn ich abends mein Kind sage, du kannst morgen in die Kita, würde ich mein Kind anlügen. Und ich finde, da müssen wir da ansetzen, und das muss heute gehandelt werden. Ansonsten ist Kita-Schließung, muss ich ganz einfach sagen. Und die Politik hat das einfach vor die Wand gefahren. Ganz einfach. Wie häufig kommt es vor, dass Sie Ihr Kind nicht in die Kita bringen können? Ganz unterschiedlich. Zwischen 2 bis 3 Tage, aber auch manchmal eine ganze Woche. Die Woche? 2, 3 ja. Tage? 2, 3 Tage die Woche. Ja. Wie regelmäßig passiert das schon mittlerweile? Es kommt selten vor, dass mein Kind mal eine ganze Woche gehen kann. Mhm. Also es ist momentan eine Dauerschleife, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist einfach frustrierend. Man jeden Tag neu strukturieren, neu gucken, welche Termine kann man noch wahrnehmen, bei der Arbeit wieder anzurufen, zu sagen, hier geht wieder nicht. Und meine Lebensgefährtin musste die Stunden reduzieren, damit wir die Betreuung sicherstellen können. Ihre Lebensgefährtin ist im Einzelhandel tätig, die kann kein Homeoffice machen. In vielen Berufen ist ja Homeoffice nicht möglich. Ja. Und das Kind mitnehmen ist aus Versicherungsgründen nicht möglich. Mhm. Und ich finde, in Kita ist das Kind besser aufgehoben wie auf der Arbeit. Ja? Und ich finde, es kann nicht sein. Und immer mehr Erzieherinnen und Erzieher steigen aus, weil sie erschöpft sind, weil sie das auch mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, weil sie einfach den Bildungsstand nicht mehr geben können. Mhm. Es ist einfach nur noch, die Kitas sind momentan nur noch eine Betreuungs- und eine Aufbewahrungsstation geworden. Und Bildung ist nicht mehr, weil das einfach vom Personal her nicht mehr machbar ist. Und da finde ich, das kann nicht angehen. Und dass man da so wegschaut und das dann auch immer wieder heißt, es ist kein Geld da. Ich finde, das sind Ausreden, weil Bildung ist das A und O für die Kinder. Das sind die Zukunft für die Gesellschaft. Und ich finde, das ist wichtig und ein festes Fundament. Und ich finde auch, am Ende zahlt sich das ja auch aus. Wenn man eine gute Bildung hat, ist das ein wunderbarer und ein guter Weg. Mhm. Sie haben 2 Kinder, wie alt sind die? 14 und 4. Mhm. Und in der Schule ist es ja genauso. Also da ist ja auch immer wieder Unterrichtsausfall, Personal. Da müssen wir uns auch immer durchschlagen. Aber Kita ist echt, ja, die Katastrophe, muss ich einfach sagen. Weil Sie angesprochen haben, dass Ihre Frau Stunden reduzieren musste, beziehungsweise Sie als Freiberufler müssen dann Aufträge absagen. Wie viel finanziellen Verlust haben Sie dadurch, durch die aktuelle Situation? Ganz unterschiedlich. Zwischen 300 bis 500 Euro sind es im Monat, die wir an Verlust haben. Und manchmal auch. Und vorher haben Sie schon gesagt, Sie müssen jeden Euro 3-mal umdrehen. Richtig, weil es wird ja auch alles teurer, ne? Und woher noch finanzieren, wenn man selbst kaum noch was hat, ne? Und Kinder wachsen, die brauchen Klamotten, dies, das, jenes. Und Kinder sind kostbar. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mein Kind gerne, ne, die Bildung ist halt wichtig und das Kind in die Kita, und ich verbringe sehr gerne meine Zeit mit den Kindern, aber Bildung und soziale Kontakte und das pädagogische Wertvolle ist halt einfach das A und O und wichtig. Ich habe hier mal eine Frage, weil ich bin in dem Thema jetzt naturgemäß noch nicht so gut drin. Aber was mich wirklich interessieren würde, das war ja nicht immer so. Zumindest wäre es mir jetzt neu, wenn wir sagen, das Problem haben wir seit 10 Jahren in dieser Intensität. Nein, das hat es da einen Kipppunkt gegeben? Wenn ja, woher kam der? Und was mich noch interessieren würde, Sie werden ja viel, oder haben es eben schon angedeutet, auch mit denjenigen sprechen, also mit dem Fachpersonal vor Ort. Was würden die sich denn wünschen? Woran liegen, was sind so die Hürden? Was hören Sie aus den Gesprächen, warum wir nicht deutlich mehr Kräfte haben? Ja, erstmal ist es die Bezahlung, die natürlich wahnsinnig ist. Die werden halt nicht so gut bezahlt, weil die städtischen werden anders bezahlt wie die freien Träger. Mittlerweile gab es ja auch letztes Jahr über 22.000 Demonstranten für die Erzieher, die dann auch gekämpft haben um mehr Gehalt.
und haben jetzt irgendwie 10% bekommen. Und es machen da große Unterschiede. Und ich finde, das muss halt auch, wir reden von Gleichberechtigung, dann soll das auch einen gleichen Fahrplan geben. Alle machen den gleichen Job und dann sollen sie auch alle die gleichen Gelder bekommen und keine Unterschiede machen. Und vor allen Dingen finde ich auch bei einer Finanzierung, es kann nicht sein, dass die Städte schon anders refinanziert werden wie die freien Träger, die dann nur von Spendengeldern und anders freien Träger finanziert. Warum nicht eine gleiche Linie? Alle gleich und dann hat man auch nicht diesen Konkurrenzkampf. Ne? Und ich finde auch, dass Erzieherinnen und Erzieher, die dann im Ausland die Ausbildung und das gemacht haben, viel schneller hier durchgeboxt bekommen müssen. Natürlich die Sicherheit und die Qualifizierung muss natürlich nochmal genau geprüft werden. Aber ich finde, wir leben im Jahr 2024, wo sowas schneller und unkompliziert über die Bühne geht. Das kann nicht sein, dass das einen riesen Hürdenweg nimmt. Nein, vor allem können wir uns das auch gar nicht leisten, schlicht und ergreifend. Das haben wir. Ich möchte bei leisten möchte ich einhaken, Herr Andrik. Warum glauben Sie, ist die Politik da so knausrig und zahlt nicht bessere Löhne? Weil da ist riesiges Potenzial vergraben. Laut einer Studie könnten 372.000 hauptsächlich Mütter dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt werden, wenn Kinderbetreuung in Deutschland besser geregelt wäre. Kennen Sie eine Lobby für kleine Kinder? Die haben wir nicht mehr. Nee. Ich kenne keine Lobby für kleine Kinder. Ich kenne auch keine Lobby für Schüler, ja, die nennenswert wäre, sondern die Politik denkt von in vier Jahreszyklen, sie möchte wiedergewählt werden. Und eine Investition in Bildung und Ausbildung ist eine langfristige. Man kennt ja die Modelle, einen Euro, den Sie in Bildung investieren, bringt 6, 7, 8 Euro für die Volkswirtschaft in so und so vielen Jahren. Das sind langfristige Rechnungen. Aber die Lobby haben in Deutschland die Rentnerverbände, der Beamtenbund, alle, die Besitzstände haben und diese verwalten, haben eine große Lobby. Die Kinder haben keine Lobby. Da zeigen sich übrigens auch die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft. Das darf man nicht, darf man auch nicht unterschätzen. Also wir scheinen in der Breite der Bevölkerung keinen sehr großen Wert auf die gute Entwicklung unserer Kinder zu legen, was tatsächlich bitter ist. Ja. Und fehlt Ihnen diese Wertschätzung auch? Spüren Sie das in den Gesprächen? Fehlt die Wertschätzung? Absolut, die fehlt total. Und die Zahlen machen mich einfach schockierend. Es fehlen derzeit fast 400.000 Betreuungsplätze in den Einrichtungen, über 200.000 pädagogische Fachkräfte. Dann fragt man sich, wie kann man so etwas so lange laufen lassen, dass so eine Zahl zustande kommt? Da hätte man früher reagieren müssen. Und ich finde, mich macht das wütend. Ich kriege eine gewisse Wut, einen Kloß im Hals und ich habe da null Verständnis für sowas. Ich habe da voll Verständnis für. Ich habe selber drei Kinder, drei Töchter, 12, 10 und 5. Die letzte ist gerade im letzten Jahr der Kita. Und ich habe das über die Jahre verfolgt. Ich habe all das, was Sie erlebt haben, in abgeschwächter Form auch gesehen. Also das, meistens hat das meine Frau dann austragen müssen. Also den Alltag nach einer E-Mail morgens um 6 oder abends um 6 dann umzustellen, die Arbeit irgendwie noch reinzudrücken. Das baut auch Stress auf in den Familien. Das führt zu vermehrten Stresserkrankungen, zu Burnouts auch bei Eltern. Das führt zu einfach auch einer negativen Prägung der Kinder, die immer das Gefühl haben, sie müssen jetzt geparkt werden und dann sie werden sozusagen wie so ein Logistikgut behandelt, weil es gerade gar nicht anders geht. Und all das sind negative Konsequenzen. Ja. Wie reagieren Ihre Kinder drauf, wenn wieder mal kurzfristig die Kita ausfällt? Ja, traurig, versteht die Welt manchmal nicht und ist einfach, dann ist der natürlich knatschig, zickig und dann hat man natürlich dann zu Hause das Theater, ne? Will unbedingt in die Kita mit seinem Freund spielen und vor allen Dingen, wenn man gerade auf dem Weg zur Kita ist, darf man dann wieder zurückgehen. Und das machen sie meinem Kind, einem Vierjährigen, klar. Ne? Das ist doch, ne? Oder es gab auch Einrichtungen, das von Müttern gehört, dass man sein Kind gebracht hat, dann war das Kind eine Stunde da und dann musste es abgeholt werden, weil das mit dem Personalschlüssel nicht funktioniert hat. Also weil die Betreuung einfach nicht genügend Augen da waren. Und dann musste das Kind da abgeholt werden. Und das ist doch, wo dann frage ich mich, wie weit muss das System noch zusammenbrechen? Das ist ja jetzt, das hängt ja nur noch am seidenen Faden. Und wenn jetzt nichts passiert, dann sage ich ganz klar, sind die Kitas dicht, weil einfach immer mehr Erzieher gehen. Und es kommen keine, die Schubladen sind leer. Bis Jahr 2025 wird bundesweit ein akuter Mangel an Fachkräften in frühkindlicher Bildung. Wir haben rund 113.700 Erzieherinnen, die werden fehlen, ja? Ja. Und es ist einfach, momentan wird nur noch die Bildung zwischen 30% ausgeführt. Und das ist doch erschreckend. Und was wird das denn dann später in den Schulen?
Also das ist doch eine Katastrophe. Vielleicht sollten wir mal unsere gesamtstaatlichen Prioritäten überdenken und anstatt, wie der Pistorius das fordert, wieder kriegstüchtig zu werden, erstmal wieder eine Grundbildung und eine Versorgung für unsere Kinder sicherstellen. Ja, verteidigungstüchtig werden schon. Aktuell sind 722.000 Menschen in Deutschland im pädagogischen Bereich tätig. Das ist doppelt so viel wie in der Autoindustrie. Warum haben die trotzdem keine Lobby, Herr Patzelt? Es gibt zwei Eigenschaften von menschlichen Gruppen oder Vereinigungen, die sie durchsetzungsfähig machen. Das erste ist die Organisationsfähigkeit. Gibt es eine Möglichkeit, sich zu organisieren? Die gibt es beim Pflegepersonal, beim Personal in den Kindertagesstätten sehr wohl, anders als bei den Musiklehrern. Und das ist dann die Konfliktfähigkeit. Wie viel Schaden kann der Gesellschaft zugefügt werden, wenn man auf die entsprechenden Forderungen nicht eingeht? Und da liegt auf der Hand, dass Müllwerker eine ganz andere Konfliktfähigkeit haben, insbesondere in sommerlichen Zeiten, als Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und so weiter. Und dann, wie vorhin schon gesagt wurde, ist es so, dass Familien keine Lobby haben. Man könnte das übrigens theoretisch, nicht in der Praxis leider, theoretisch leicht ändern. Stellen Sie sich vor, Eltern hätten um so viele Stimmen am Wahltag mehr, wie sie Kinder haben, für die sie erziehungsberechtigt sind und Erziehungspflichten haben. Es käme ein großes Stimmenpaket auf den politischen Stimmenmarkt. Und gerade wenn die Stimmenanteile knapp sind, gäbe es einen großen Anreiz für die politischen Parteien, die Interessen von Eltern, insbesondere auch an vernünftigen Kitas, zu erfüllen. Aber das scheitert an verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht runterbeten will. Aber theoretisch könnte man gemäß unseren Systemprinzipien hier eine wesentlich stärkere Unterstützung für Familien schaffen. Und glauben Sie, ist das auch der Grund, dass das alles nicht gibt? Und ich führe es jetzt mal ganz salopp zusammen, Familien und diese Anliegen eher links liegen gelassen werden oder vernachlässigt werden, dass in Deutschland so wenig Kinder gezeugt werden, auf die Welt kommen? Auch da könnte man historisch tief bohren. Wenn jemand sagt, es wäre doch gut, wenn eine Frau mehr Kinder hätte, dann kommt sofort jemand und sagt, man traure wahrscheinlich dem narzisstischen Mutterkreuz nach. Obendrein sei Familie eine traditionelle und eigentlich von der Wirklichkeit überholte Lebensgemeinschaft. Im Übrigen sei die Erde ohnehin überbevölkert. Infolgedessen müssten die Deutschen, die so viel auf der Welt verschuldet hätten, an dieser Stelle vorangehen, dass sozusagen nicht mehr so viele Leute CO2 ausstoßen und so weiter. Im Übrigen gilt Familienpolitik als etwas sehr Konservatives. Die Familien, die funktionieren, sind ja meistens auch konservative Keimzellen der Gesellschaft, wenn man das noch sagen darf. Infolgedessen gibt es hier kein argumentatives Umfeld, gibt es keine befeuernde Narrative. Und bei aller Liebe zur Identitätspolitik, die heute praktiziert wird, Familienväter, Familienmütter sind nicht gerade die Lieblinge derer, die Identitätspolitik für Queere oder für Sonstige machen. Caroline, denkst du, mit einer besseren Familienpolitik hätten wir vielleicht mehr Kinder in Deutschland? Ich hoffe nicht. Also ich kann nur hoffen, dass die Klardenker, die wir noch haben, dass die sich davon nicht beeinflussen lassen und dass die aber jetzt nicht die Entscheidung, was sehr, Persönliches ist, Kinder in die Welt zu setzen, dass man deswegen sagt, okay, ich mache das davon abhängig, welche Art von Politik wir hier in diesem Land haben. Das würde mich jetzt interessieren, Herr Liefermann. Ist das für Sie auch ein Erwägungsgrund, ob Sie sich, wenn Sie sich überlegen, ob ein drittes Kind oder nicht drittes Kind, wollen wir uns das nochmal antun mit Kita, mit einer von uns wird wahrscheinlich wieder auf den Job verzichten müssen? Auf gar keinen Fall. Also wir, unsere zwei... Also, aber wäre es, wenn Sie jetzt sich reinversetzen in die Frage, ob Sie ein drittes Kind haben möchten oder nicht, wären das Argumente, die Sie vorher abwägen? Absolut. Also das wird auf jeden Fall, dass wir uns da zusammensetzen und abwägen. Und nein, also auf jeden Fall keins. In der jetzigen Situation, die wir uns hier befinden, auf gar keinen Fall. Mit besserer Politik schon? Dann ja. Siehst du? Wenn es läuft. Wenn es läuft. Wenn es läuft. Oder nicht. Ja. Aber da sind wir weit von weg. Und ich finde, da, das muss heute wie morgen was passieren. Hat Ihnen die Diskussion gefallen? Zur ganzen Folge gelangen Sie hier. Einfach klicken und sollten Sie es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Den finden Sie hier.